So Leute, da sind wir wieder und ja, ich komme gleich live, keine Panik. Aber vorweg, natürlich will ich euch die Informationen geben, was es jetzt noch für euch kostenlos gibt. Wenn ihr zum Beispiel, ihr seht's, Achtung, Rocket League spielt. Wir bekommen nämlich kostenlose Belohnungen, also in Anführungszeichen kostenlos, wenn ihr Rocket League spielt. Wir können uns das Ganze ja mal angucken. Ich habe da nämlich schon ein bisschen was vorbereitet, um was es genau geht. So, zack, jetzt muss ich gerade selber dahin gehen und da sind wir. Also, gebt Vollgas für das nächste Lama Rama. Gebt Vollgas für das nächste Lama Rama. Er spielt euch Belohnungen für Fortnite und Rocket League. Bedeutet einfach, weil die zweite Season an, ne, die dritte Season wird kommen. Und Rocket League arbeitet quasi wieder mit Fortnite zusammen und dafür bekommen wir halt Belohnungen. So, und welche Belohnungen bekommen wir dafür? Richtig, ihr bekommt dafür einmal die Musik, einmal ein Ladebildschirm, dann das Emote zum Sprühen, eine Lackierung und ich denke mal, das hier soll ein Rückenaccessoire sein. Und vorweg, alle Herausforderungen sind erst ab dem 25. März 17 Uhr verfügbar. Zeit habt ihr dafür bis zum 9. April. Also wenn ihr das nicht direkt macht, ist auch nicht schlimm, ihr habt da ruhig noch Zeit für. Ich bin schon überlegen, ob ich es mir überhaupt holen soll, aber ich denke mal schon. So, jetzt wenn man Lust hat nur auf eine Belohnung, kann man sich die anscheinend auch so freispielen, aber ich denke mal, es wird alles nach und nach sein, damit man natürlich so lange wie möglich das Spiel spielt. Die erste Herausforderung ist der Beyonder. Ah ja, was soll denn hier der Beyonder sein? Ah ja. Also, was müssen wir dafür machen? Richtig, 3 Online-Spiele machen. Was bekommen wir dafür? Das Spraymotiv. Spraymotiv ist das hier oben rechts. Dann in Rocket League bekommen wir halt noch auch eine Belohnung. Dachaufsatz DJ Yonder. Dann die zweite Belohnung ist, erziele insgesamt 500 Punkte in Online-Spielen. Boah, ich glaube 500 Punkte ist doch schon, wenn man ein Tor schießt oder so. Sicher bin ich mir dabei jetzt nicht, aber wenn du 3 Online-Spiele gemacht hast, hast du die 500 Punkte, glaube ich, ganz einfach. Dafür bekommen wir in Fortnite den Ladebildschirm, das ist hier der links. Und in Rocket League selber bekommen wir halt die Spielerhymne. Die dritte Herausforderung ist dann, erzielt 5 Tore, 5 Vorlagen. Warte mal, erziele 5 Tore, Vorlagen oder Paraden in Online-Spielen. Ah, okay, also entweder ihr schießt 5 Tore oder macht 5 Vorlagen oder macht 5 Paraden. Ich weiß jetzt nicht, ob es zählt, wenn ihr 3 Tore macht, 2 Vorlagen, muss man dann einfach mal gucken. Aber ich denke mal, 5 Tore ist auch keine Kunst. Wenn du 1 gegen 1 spielst, dürfte es eigentlich gar kein Problem sein. Dafür bekommt ihr dann in die Lobby-Musik Tanzt, Leute. Das ist dann genau die hier. Also muss ich es auf jeden Fall machen. Ihr wisst ja, Musik muss ich immer haben. Dann die... Ach, das soll doch ein Kleider sein, okay? Ne, hä? Schirm Royal. Denkst du doch gleichzeitig direkt an Kleider. Aber erzielt fünf Glanzparaden und Hereingaben in Online-Spielen. Also Hereingaben heißt halt einfach quasi ein Assist geben. Oder aber... Ach ne, erzielt 5 und... das sind schon ein bisschen schwierigere Aufgaben. Also 5-mal im Tor stehen, Glanzparade machen und quasi eine Vorlage geben. Denke ich jetzt mal, das sehe ich da drunter. Was bekommen wir dafür? Die Lackierung Tempo, das ist die hier rechts mit dem Streifen. Und in Rocket League bekommen wir Schirm Royal. Dann bekommen wir als 5. noch, spielt in einem beliebigen Extra-Modus ein Online-Spiel. Ich glaube, ja doch, das weiß ich. Im Online-Spiel gibt es nämlich auch bestimmte Modis, nicht nur Ranked und 1 gegen 1, sondern auch nur so Fun-Spiele, da halt bei irgendeinem mitmachen, was halt gerade online ist. Dafür bekommen wir in Fortnite das Rückenaccessoire, der Ball, also ist doch ein Rückenaccessoire. Ach, hätten sie kein schöneres Accessoire machen können? Das ist wieder einfach nur diese Kugel, die auf dem Rücken klebt. Furchtbar. Also da gibt es echt deutlich bessere. Dann, was gibt es noch? Das hier hat nichts mit uns zu tun. Also wenn ihr Rocket League spielt, dann bekommt ihr halt noch 20.000 XP, wenn du 10 Online-Spiele gewinnst. Aber es hat nichts mit uns, mit Fortnite zu tun. Von daher auch nichts Besonderes. So, zusammen mit Freunden feiern wir Season 2 von Rocket League, bei der sich alles um Musik dreht. Mit der neuen Party... Ah, jetzt machen sie auch ein Rocket League Party Royale, okay. Der Grammy-nominierte Künstler Cascade wird im Rahmen des Lama Rama Events seine brandneue Receipt EP
vorstellen. Seht euch die Show bei der Hauptbühne in Fortnite, Party Royale über den Bild-in-Bild-Funktionen im normalen Battle Royale oder über die Gruppen-Video-Chat-App Hausparty an. Die Show beginnt am 27., also alles am 27., entweder um 1 Uhr nachts, 2 Uhr mittags oder 19 Uhr abends findet das Ganze statt. Was ist für uns? Oh, oh, ein Wunder. Das hier ist eigentlich jetzt nur für mich. Aber wir können endlich mal was hochladen, ohne dass wir dafür quasi in Anführungszeichen einen Bann bekommen von YouTube. Weil das Problem ist immer, wenn du ein Event hochlädst, macht es gar keinen Sinn, weil du darauf keine Werbung schalten darfst. Oder darfst es gar nicht hochladen. Aber hört sich schon mal gut an. So, was haben wir hier noch? Schon bald erhaltet ihr in Fortnite die Möglichkeit, euren Spind ein kleines Modell aus den kleinen Autos. Ach, die Autos kommen auf jeden Fall rein. Werde ich auch noch was zu machen. Seht euch die Trailer zu Season 3 von Rocket League an. Ja gut, das braucht jetzt kein Mensch. Also das sind so jetzt so die Informationen, die wir haben für die kostenlosen Sachen. Also kurz und knapp, spielt 3 Spiele. Habt insgesamt 500 Punkte. Erziele 5 Tore oder 5 Vorlagen oder 5 Paraden. Dann erziele 5 Glanzparaden, also nicht nur Parade. Parade ist, glaube ich, wenn du nur einen Schuss abblockst. Und Glanzparade ist quasi, wenn du in Anführungszeichen fast auf der Linie stehst. Das zählt erst als Glanzparade. Ja, ich habe mal Rocket League gespielt, aber nicht lange. Und halt ein Spiel spielen in so einem Party-Modus, denke ich jetzt einfach mal. Einfach ein bisschen ausprobieren, werdet ihr dann schon ganz entspannt sehen. So, wie gesagt, das Event findet am 27. statt. Wie viel haben wir heute? Ich glaube 23., 24., 23., 4 Tage weiter, also jetzt am Samstag. Hier steht doch Samstag, lol. Also einmal um 1 Uhr nachts, 14 Uhr und 19 Uhr. Da muss man ja eigentlich 1 Uhr mitnehmen, direkt Content hochladen. Denn ich darf den Kram mal hochladen. Ein Wunder. Ist echt, eieieiei. So, des Weiteren kommen halt jetzt die Emotes noch rein mit dem Auto. Wird auch nice. Dann, wenn Leute halt, sag mal, Rocket League spielen, können sich natürlich den Trailer schon ansehen. Was ist das hier? Ab dem 25. März wird es mal wieder Zeit für ein wenig Supersonic Action. Ja gut, die, die Rocket League spielen werden, wissen, was damit gemeint ist. Und das wollte ich eigentlich nur so als Information raushauen. Was ich halt, ihr seht ja, Creator-Nachricht ist auch an mich, also ist auch nicht schlimm, wenn ihr die jetzt auch gelesen habt. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß bei den Sachen freischalten. Ist halt mal was anderes, ist eine nette Kooperation, ist auch nicht so wie bei Rulebreakers, wo du sinnlos einfach spielen musst. Weil Rocket League ist ja nicht so schlecht. Und dann würde ich sagen, gucke ich mal noch, was ich sonst noch für euch machen kann. Und in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und haut rein.